Comicverkauf in der Herzberger Fußgängerzone am Samstag, dem 17. März 2012. Die Zukunftswerkstatt Herzberg am Harz hat das 14-tägige Multikulti-Frühstück im Laden des Vereins zum Anlass genommen, den im Rahmen des Projektes Kommunauten 2011 im Workshop mit Arthur Klose erstellten Bildband Comics rund um Herzberg, Herzberger Geschichten von Jugendlichen in Szene gesetzt, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt nahezubringen. Der Comicband kostet 8 Euro und ist im Laden der Zukunftswerkstatt Hauptstraße 58, bei Lachnit, der Buchhandlung am Markt, der Touristeninformation in Herzberg, Magenburg, der Bücherei und auf dem Schloss erhältlich. Bei sonnigem Wetter verweilten viele der flanierenden Passanten am Stand der Werkstatt und wagten einen Blick in das Buch. Viele ließen es sich auch nicht nehmen, diese Dokumentation Herzberger Geschichten sofort zu erwerben, sei es als Geschenk für die Kinder und Enkel, zur eigenen Information oder als Andenken an unsere schöne Stadt. Gerade auch für Menschen, die mal in Herzberg gelebt haben und hier aufgewachsen sind, ist dies ein tolles Andenken an die Region ihrer Kindheit. Bei dieser Gelegenheit durfte Herr Drebing-Bachmann von der Zukunftswerkstatt auch direkt die erwähnten Herzberger Geschäfte mit weiteren Büchern beliefern, da gerade am Wochenende sich deren Vorräte zum Ende neigten. Der Comic entstand in einem Comic-Workshop mit dem bekannten Kassler Trickfilm- und Comic-Experten Arthur Klose. Grundlage war das Stadterkundungsprojekt Kommunauten der Stiftung Niedersachsen. Die Stiftung fördert regionale Projekte, die das Interesse von Kindern und Jugendlichen an der eigenen Stadt wecken. Die Broschüre enthält unter anderem künstlerisch aufgearbeitete Informationen zur Geschichte des Herzberger Schlosses, den Herzberger Jüs und der Sage vom Jüs, der Sage vom Ochsenfuhl in einer Variante, die mir bisher unbekannt war, der Herzberger Forstplantage, des Versprechens im Sieberbett, dem Brandschutz in Herzberg und vieler anderer, weniger bekannter, aber wissenswerter Herzberger Anekdoten. Die Veröffentlichung wäre nicht möglich gewesen ohne die finanzielle Unterstützung der Stiftung Niedersachsen, dem GEW Kreisverband Osterode, der GEW Herzberg sowie bereitgestellter Vereinsmittel und ehrenamtlich geleisteter Arbeit der Zukunftswerkstatt Herzberg e.V. Noch können die Comics im Laden der Zukunftswerkstatt Herzberg, bei Lachnit, der Buchhandlung am Markt, der Touristeninformation in Herzberg, Magenburg, der Bücherei und auf dem Schloss erworben werden. Nur solange der Vorrat reicht.